So. Moment, Spielaufnahme. Eigenschaften. Das hier. Aber das ist doch sehr laut. Das werden wir mal auch mal auf so 40 machen. So. Was für eine Notiz. Open Web Browser, na toll. Ach so, was die haben. Willkommen to Surviving Mars. Hab ich doch. Habe ich doch alles durchgelesen. Was wollt ihr denn von mir? Muss ich hier irgendwas bestätigen? Nee, habe ich nicht. Brauche ich nichts bestätigen. Stopp. Lauter. Hier haben wir. So. Options. Audio. Musik. Bisschen Musik ist okay vielleicht. Erstmal so. Voice. Ich denke mal, ich spiele nicht mit anderen. So. Apply. Options. Was haben wir denn sonst noch? Display. Okay. Ich mag das Spiel doch lieber auf Deutsch. Ja, Restart. Starten wir das Spiel nochmal. Easy. Ist der First Run jetzt wirklich? Also ich habe das Spiel noch nie vorher gestartet. So, Spiel, Tutorial, Mission, Paradox-Konto. Tutorial. Rechtes Spiel. Tutorial, die Grundlagen, ziehen wir uns erstmal alles rein. Welcome to Mars. Okay. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf der Marsoberfläche grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie alle zurückzuschicken. Lass uns anfangen. Hints, such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Current tasks? Die kann ich den X'en, okay. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. ASD, okay, neigen und drehen. Ah, so. Okay. Now it's time to land your first rocket. Oh, repräsentiert was die Rakete? Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ach da, es blinkt mich grün an, ich glaube, das ist er. With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. Okay, da.
Gut, dann landet er jetzt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin ganz interessiert, wie das nun weitergeht. So. Das sind Leute. Nee, Roboter. And we have touchdown. The rocket has landed on Mars. Wir haben aufgesetzt. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie ist mit Drohnen beladen, ferngesteuerten Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die uns unsere Marsbasis benötigt. Platziere ein Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen, Metalle von nahegelegenen Vorkommen auf der Oberfläche zu sammeln. Lagere 5 Metalle im Metalldepot ein. Also hier bauen. Ja. Depot. Teildepot. Minus-Taste kannst du nicht. Spieltempo. Den kann man mal stoppen. Auf Frostpunk. Schleunige Zerspielerziele schneller sammeln. Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Initially, it's best to designate a universal depot, so the drones have a place to store them. Ein Universaldepot. Along with metals, concrete is the other vital basic construction resource. Ich würde das gerne ausschalten. Der hier auf Englisch mich voll labert. Betonreaktor muss über einem Betonvorkommen platziert werden. Halte nach einem gelben Terrain in der Nähe des Landeplatzes Ausschau. Lohnt sich darauf zu achten, dass ein möglichst ein großer Teil des gelben Terrains im Arbeitsbereich des Betonreaktor-Extraktors befindet. Hierdurch kann der Betonextraktor auf lange Sicht mehr produzieren. Öffne das Baumenü, wähle Betonextraktor aus und platziere ihn an der vorgeschlagenen Position. Position, Betonextraktor. Well done. Now observe how the drones will carry all the resources to the site and then construct the concrete extractor. Okay. Yeah, yeah. Fleißige Drohnen, fleißige Drohnen. Okay. Like most buildings, the concrete extractor needs power in order to operate. Having a reliable electrical grid and supply is essential for the success of the colony.
Stirling-Generatoren sind zwar ausgezeichnete Stromquellen, aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phase der Kolonisierung des Mars jedoch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertigbauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben einen Stirling-Generator-Fertigbau zur Verfügung gestellt. Baue den Stirling-Generator, verbinde ihn anschließend mit Hilfe Stromkabels mit dem Betonextraktor. Okay. Strom. Stirling-Generator. Connect the Stirling Generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Wie unebenes Terrain. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Okay. Die Menge an Gesteinsabfällen pro Ressource hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab. Du kannst einen Ressourcenvorkommen auswählen, um die Qualität sowie die darin enthaltene Menge anzusehen. Platziere eine Mülldeponie und ein Betondepot, um den. Okay. Betondepot. Und eine Mülldeponie. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Rakete auswählt, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einen neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Baue einen Drohnenhub und stelle sicher, dass er mit Strom versorgt. Okay. Drohnenhub. Da kommt bestimmt auch ein Stromkabel ran. Funktionierendes Gebäude. Alter, ich habe doch da extra Stromkabel ran gebastelt. Was ist denn das für ein Scheiß, ey?
Drones run on batteries that have to be recharged periodically. Jeder Drohne hat zwei eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem in Bereichen mit hoher Drohnenaktivität, ist für effizientere Arbeit unerlässlich. Eine Aufladestation, okay, bauen wir. Irgendwie so muss das klappen. Hoffe ich mal. Ach, der da. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für den Flug zum Mars, muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückkehren zu können. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert, außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Baue einen Feuchtigkeitsvaporator danach, stelle und danach eine Treibstoffraffinerie. Feuchtigkeitsvaporator. Zeugt Wasser aus der Atmosphäre, die Produktion in der Nähe von anderen Vaporatoren verhindert. Behindert, ja, ja, okay. Tun wir den hier so. Nee, wir brauchen noch ein Stromkabel. So. Und noch so ein anderes Teil. Treibstoffraffine. Stellt Treibstoff aus Wasser her. Hm. B. Was denn? Der. Gute Nacht, Loot. Okay.
Dann danke für das gute Nachtgut und Schlafgut. Danke, danke, dass du hier warst. Bau, bau, bau. Baut er hier. Lädt er sich auf, was? So. So, der hat schon zwei und der braucht mehrere. Ach so. Noch eine Aufladestation gebaut. Die hat Strom. Nicht genug Strom, wie? Ich hab doch, hä? Don't have sufficient power for all the buildings in the colony. Okay. Eben konnte ich den noch nicht bauen. Aber null, glaube ich. Das ist ja doof, wenn man zu wenig Power hat. A system of pipes is used to deliver resources such as water and air where they are needed. Okay, Rohre. Gut. Er produziert, okay. So weit habe ich das schon mal geschnallt. Da oben ist Wasser. Fuel production is now underway, and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Okay, danke die Rakete. Kann man hier Drohnen absetzen? Umbenennen? Okay, aber wie man hier die Drohnen... Denn
Wenn man Mann zuweist, das passiert wohl dann automatisch irgendwie. Wieder voll rum. Cool, kann man aufmachen. Nicht schlecht. Na toll, alle Extroren verschmutzen nahegelegene Gebäude mit Staub. Das ist gut zu wissen. Kommt so ein Extraktor nicht in die Nähe von so einen Dingern hier? Ach, Startvorgang läuft, okay. Congratulations. You have finished the first tutorial. Was gelernt, wie man einen einfachen Außenposten auf dem Mars errichtet mit den Ressourcen zur weiteren Ausbreitungs- und Betankung der Rakete sammeln kannst. Zusätzlich vor mit Hilfe von Raketen von der Erde anzufordern, ist essentiell für jede junge Kolonie.
Over Erkundung und Forschung. Jo, machen wir. Nächste Tutorial. Muss erstmal lernen, worum es hier geht, ne? Welcome, Commander. In this training exercise, you will get acquainted with one of your most valuable tools. Rovers. Rover sind Fahrzeuge, die bei Vielzahl von nützlichen Funktionen. Mit ihnen können Ressourcen transportiert, Drohnen befehligt und Anomalien analysiert werden. Du hast direkte Kontrolle über alle Rover in der Kolonie. Wähle einen den ferngesteuerten Transporter aus und bewege ihn zum festgelegten. Ja. Now let's try moving around. Rovers consume battery power while operational. From time to time, you'll have to recharge their batteries. Jeder Befehl, der ein Rover ausübt, verbraucht Batteriesprung. Wege das Fahrzeug einfach in die Nähe eines Stromkabels, um Batterien wieder aufzuladen. Start aus zapft der Rover Stromnetzanrechner, also mit der erhöhten Stromversorgung. Warte, ist ja voll aufgeladen. Hier. Okay, weil es nicht alles gibt. Tankt er sich auf, gleich ist er voll. The RC transport can load and carry resources around the map. Let's use it to refuel the nearby rocket. Verwende den ferngesteuerten Transporter, um Treibstoff und Treibstofflager in der Basis aufzuladen. Lade schließlich ihn anschließend in der Nähe der Rakete ab, sodass die Drohnen mit der Rakete, die Rakete damit beladen können. Drohnen können die Ressource direkt aus einem ferngesteuerten Transporter übernehmen. Ressourcen abzuladen ist jedoch schneller. Und der ferngesteuerte Transporter kann sich auch wieder auf andere beladen. Den ferngesteuerten Transporter mit Treibstoff lade ihn. Okay. Das Treibstoff, okay. Zack. Lass dich voll. Zu. Oder? Oder? Noch ein Stockwerk, okay. Now order the RC transport to unload the fuel next to the rocket. So verstanden, da fährt er. Unterirdisches Wasservorkommen kann mit einem Wasserextraktor abgebaut werden. Unterirdisches Edelmetallvorkommen. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ach da.
Komm, sie allein gefahren, wie fleißig ein Mädchen. Stellen wir uns gleich so hin. Unsere Dronis besser rankommen. Ich mag das Spiel bis jetzt. Gar nicht. Ich glaube, ich habe 17 Euro dafür bezahlt. Dafür ist das in Ordnung. Den Originalpreis finde ich ein bisschen teuer. Da hätte ich mir nicht gekauft. Aber so für 17 ist das okay. Mal gucken, wie lange man daran Spaß hat. Kann ja auch schneller laufen. Sammeln, ist alles leer. Sammel, sammel, sammel. So. Der Vorgang läuft. Some drones are left without a controller after the rocket launch. Die Drohnen, die einen Controller verlieren, suchen sie in der Nähe automatisch nach einem neuen. Sollten keine in der unmittelbaren Nähe befinden, musst du sie als manuell den neuen Controller zuweisen. Mit Befehl neu zuweisen kannst du außerdem Drohnen unter Besitz kontrollieren, wo Drohnen auslassen. Drohnen einen nahegelegenen Drohnenabzug. The RC transport is able to gather resources directly from surface deposits without the help of drones. Okay, interessant. Ja, nicht schlecht. Kostet Strom, aber braucht er nicht so. Der sammelt nicht nur einen Rohstoff. Cable fault reported. Nee. Ist das denn jemand? Okay. Schweißt da wieder heil. Gut. Sehr gut. Hat er sich denn schon voll gesammelt? Fünf Metalle, okay. Dauert das jetzt länger oder? Drei, ja. Dauert länger, okay. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Stecke ich mir kurz im Tutorial die Kippe an.
let's set up a small expand some distance away from the main base. So. Wir brauchen Ressourcen für die neue Basis. Der Steuertransporter kann große Mengen an Ressourcen transportieren, indem er eine Route mithilfe des bisherigen Transportrouten erstellt, mehrfach abarbeitet. Der ferngesteuerte Transporter lädt sich automatisch auf, wenn der Start- und Endpunkt der Route in der Nähe seines Stromkabels befindet. Erstelle eine Transportroute zwischen dem Universallager in der Basis und der markierten Position oben bei der Hauptbasis. Alle Ressourcen? Komme ich nicht klar. Mein Auto. Erstelle eine neue Route. So, wir sollen von hier aus los einladen. Alles. So, nicht gut. Nice work. Lass ich voll Wetter rüber. Cool. Commander, one other thing. Ferngesteuerte Rover ist ein mobiler Drohnencontroller, mit dem der mit seinen eigenen Drohnen ausgestattet ist. Mit seiner Hilfe kannst du Ressourcen von Oberflächenvorkommen sammeln, Gebäude bauen und sie warten. Wenn der ferngesteuerte Rover große Distanzen zurücklegen muss, ruft er zuerst seine Drohnen zurück, bevor er zu seinem Ziel aufbricht. Bewerge eine Startenrohung. We need to construct a new sensor tower to scan the nearby environment. Wenn ich die Ressourcen, die der ferngesteuerte Transporter geliefert hat, um einen neuen Sensorturm zu bauen, ihn mit Strom zu versorgen. Ihm können wir das umliegende Gebiet nach Ressourcen und Anomalien abscannen. Baue einen Sensorturm und einen Stirling-Mono-Generator. Okay. Good job.
Der läuft. Fehlen halt noch Polymere. Muss mal kurz warten, bis der dann wiederkommt. It's time to learn about scanning sectors and exploration. You can scan sectors of the map to discover new resources and anomalies. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu scannen. Du kannst Sektoren zum Scannen einreihen. Dabei werden Sektoren nach und nach gescannt. Sensortürme beschleunigen Scanvorgang in ihrer unmittelbaren Umgebung. Alternativ kannst du Sonden einsetzen, die du kaufen mit Hilfe von Nachschubraketen von der Erde her einbringen kannst. Verwende eine Sonde, um den Sektor zu erkunden. Okay, also den Sektor. You can also queue sectors for scanning. E4 habe ich. Well done. Now it's time to use our fully operational RC Explorer to analyze the anomaly. In den ferngesteuerten Erkunder aus und Befehl mit Hilfe Aktion bewegen interagieren, die Anomalie zu analysieren. Dieser Vorgang wird eine Weile dauern, sollte es also Tempo erhöhen. Okay. Anomaly found. Good job. The anomaly has yielded interesting insights into new technologies. Die Erforschung neuer Technologien schaltet neue Optionen für die Kolonie frei.
Dazu gehören neue Gebäudekuppeln und Upgrades. Anomalien gewähren häufig Forschungsboni, Freischaltung neuer Technologien zur Erforschung oder für. Öffne die Forschungsanzeige. This is the research screen. From here you can choose and queue tags for research. Okay, es gibt 5 Forschungsbereiche für grundlegende Technologien und einen speziellen für bahnbrechende Technologien. Wenn du Technologie von einem grundlegenden Bereich erforscht, schaltest damit auch eine Technologie in diesem Bereich frei. Bahnbrechende Technologien sind einzigartig und werden durch Anomalien freigeschalten. Schreibe mit eine Technologie zur Forschung ein. Commander, one other thing. Jede Technologie kostet eine bestimmte Menge an Forschungspunkten, die auf verschiedenste Arten generiert werden. Zunächst erhaltest du ein paar Forschungspunkte von deinem Sponsor. Sobald die ersten Kolonisten eintreffen, kannst du Forschungslabore bauen, die Forschungspunkte schneller generieren. Auf der rechten Seite stehen der Forschungsanzeige siehst du die Aufstellung der aus Sol generierten Forschungspunkte. Okay. 100. Nice work. Now you know how to handle rovers. Okay, okay. Muss ich mir alles mal in Ruhe nochmal um Wasser und Wartung. Welcome, Commander. It looks like this forward base has gone through a major dust storm. Es liegt an dir, sie wieder zu reparieren und sie für die ersten Kolonisten vorzubereiten. In diesem Tutorial erfährst du alles über Strom, Lebenserhaltungsnetzwerke, Gebäudewartung und Bau der ersten Kuppel. First things first, let's remove some unnecessary structures. Der Betonextraktor hat das gesamte Vorkommen aufgebraucht und wird jetzt nicht mehr benötigt. Wir können daraus einige Baumaterialien zurückgewinnen. Schlachte den Betonextraktor aus. Schlachten wir. Zack. Now let's get that drone hub operational. Ein Drohnenhub mit Stromversorgung, die Ressourcen vom ausgeschlachteten Betonextraktor sollten für den Bau eines Säulenkollektors ausreichen. Es wäre am besten, die 2 Gebäude mit den vorhandenen Stromkabeln zu verbinden. Noch mehr Metall und Kabel verschwenden. Versorge den Drohnenhub mit Hilfe des Solarkollektors mit Strom. Ja, das scheint sinnvoll, wenn man es dahin baut. Hat man nämlich gleich dichter. We have some power, but it's not enough. We should prioritize the drone hub. We can use the machine parts left from the concrete extractor to build a wind turbine.
Windräder sind eine gute Alternative zu Solarkollektoren, da sie Tag und Nacht funktionsfähig sind. Werden sie auf einer Anhöhe platziert, erzeugen sie außerdem mehr Strom. Dafür haben sie große hohe Instandhaltungskosten und müssen öfter gewartet werden als Solarkollektoren. Windrad. Machen wir. Windrad. Da. Even with the wind turbine, there won't be enough electricity to power the base, especially during the night. Solarkollektoren erzeugen tagsüber Strom und wir haben keine Akkumulatoren, um den Stromverbrauch bei Nacht auszugleichen. Mit Hilfe von Schichten kannst du Gebäude über Nacht automatisch abschalten. Es gibt drei Schichten: erste Schicht, zweite Schicht und die Nachtschicht. Gebäude benötigen nur während aktiver Schichten Stromressourcen. Arbeiter deaktiviere die Nachtschicht beim Feuchtigkeitsapparator und bei der Treibstoffhalt. Okay. You managed to get things operational, but this won't last, as buildings require maintenance and we are out of resources. Gebäude müssen ungefähr alle 6 bis 7 Sols mit Ressourcen gewartet werden. Und Gebäude, die nicht gewartet werden, fallen aus und funktioniert erst wieder, nachdem sie repariert werden. Zu Demonstrationszwecken haben wir einen Ausfall des Solarkollektors simuliert. Drohnen kümmern sich automatisch um die Reparatur, wenn Metall in Reichweite des Kontrolleurs befinden. Versuche den ausgefallenen Solarkollektor. We need more metals to secure this base. Use the RC transport to collect some metals and transport them back. Zwanzig Metalle bei der Basis abliefern. Ja, läuft. Good job. However, we need more than just metals. Fortunately, we can call a resupply rocket from Earth. Nachschirmraketen von der Erde sind die beste Möglichkeit, sich schon früh Ressourcen zu sichern. Dafür werden zwar Geldmittel benötigt, jedoch ein Sponsor sollte die normalerweise genügend zur Verfügung stellen, um eine einfache Kolonie zu errichten.
Rakete. Polymere. 20 Polymere. Maschinenteile und elektronische Geräte, ja, wie viele? Noch 20. Let's do some cleaning up around the base while we wait for the rocket to arrive. Überreste zerstörter oder ausgeschlachteter Gebäude behindern den Bau neuer Gebäude. Um solche Überreste zu entfernen, musst du das Stilllegungsprotokoll im Bereich Ingenieurwesen erforschen. Für diese Simulation haben wir die Technologie für dich freigeschaltet. Beseitige die Überreste. Klickst du darauf, machst du so. Explodiert. Zack, weg ist er. Now, let's remove some of the unnecessary cables. Kannst auch Schlachtwerkzeuge im Baumenü verwenden, um Kabel und Rohre zu entfernen. Außerhalb bieten sie eine alternative Möglichkeit, Gebäude auszuschlachten. Entferne Kabel mit dem Rohr. Okay. Schlachten. Auf den Ankunft der Rakete, lass sie anschließend an diese Basis an. Vergiss nicht, dass die Zeit. Achso. Ankunft der Rakete, ja. Was ist denn? Da kommt die Rakete schon. Supplies from Earth have arrived, and we can use them to expand the base. Fangen wir mit einem Stromakkumulator an. Der erlaubt dir Strom für die Nacht oder für Notfälle zu speichern. Bedenke, dass Akkumulatoren eine begrenzte Maximalleistung haben. Eine reicht möglicherweise nicht aus, um alle Gebäude bei Nacht zu versorgen. Baue einen Stromakkumulator und schließe ihn ans Stromnetz an. Empfiehlt sich zusätzlich Solarkollektoren und Windräder im Voraus zu bauen, damit wir genügend Strom zur Erweiterung der Basis. Okay. Akkumulator. Was ist das denn? Groß. Water is essential for a sustainable Martian colony. Fortunately, there is a water deposit nearby.
Und wie ein Wasserextraktor in der Nähe des Vorkommens oder Extraktoren müssen in der Nähe eines entsprechenden Vorkommens platziert werden. Vergiss nicht, ihn mit Strom zu versorgen. Eventuell musst du dafür mehr Gebäude zur Stromversorgung bauen. Use the build menu to construct a water extractor near the water deposit. Then power it up. Müssen wir noch Rohrleitungen legen, ne? Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Gut, ich denke, so sollte das klappen. The water extractor is ready, but we don't have a storage for the water it will extract. Oh, ein Wasserturm, naja. Die Rohre nicht so rüberziehen. Das hat auch miteinander verbunden. Das ist doch ein Einleitungssystem. Time has finally come to build the first dome that will house our colonists. Kuppeln sind riesige Gebäude zur Unterbringung von Kolonisten. Du kannst viele Gebäude innerhalb einer Kuppel bauen. Manche benötigen für ihren Betrieb Kolonisten. Kuppeln bieten nur begrenzten Platz, können jedoch mit Durchgängen verbunden werden, um große Komplexe zu bilden. Denk daran, du kannst ferngesteuerte Transporter einsetzen, um Metalle abzubauen. Nachschubraketen anfordern, falls du fortschrittliche Ressourcen benötigst, um die Kuppel fertig zu machen. Baue eine Standardkuppel, da der Vorgang Zeit in Anspruch nimmt, kannst du mit Hilfe der Transportsteuerung beschleunigen. Okay.
Standardkuppel. Denke mal, diese Rohren verbunden werden. Oh, vielleicht noch mehr Energie. Sammel, sammel. Thank you.
aus. Plan. Hallo? Kann ich hier überhaupt noch was machen? Macht er nicht? Nicht? Nimmt der keinen Beton mit oder was? So. So. Muss ich erst mit klarkommen, ich Idiot. Pack dich voll, Bruder, pack dich voll. Ja, der Ruhe ist schon ein bisschen schneller. Dann soll ich.
So. 79, 80. Super. Dann baut er jetzt nämlich. Total Bombe. We have an oxygen shortage. The dome is complete, but we have to supply it with water, power, and oxygen before we can use it. Kuppeln benötigen die erhaltenen Systeme dazu zählen Wasserstrom und Sauerstoff. Wenn Sie Kuppeln mit der Strom- und Wasserinfrastruktur, dazu benötigen Sie eventuell zusätzliche Stromerzeuger. Die Sauerstoffproduktion erfordert den Bau eines Oxy, mit dem Sauerstoff aus Kohlendioxid in der Marsatmosphäre extrahiert werden kann. Schließe Oxy mit Hilfe von Rohren an die Kuppeln an, sobald es bereit mit Strom versorgt ist, es wird sich auch ein Sauerstoffspeicher zu koppeln mit Strom. Okay. Ein Moxi. Strom brauche auch noch. So. Und hier einen Sauerstoffspeicher bauen. Sauerstofftank verfügbar. Bauen wir hier noch einen Solarkollektor rein. Sollte doch langsam reichen. Oh. Hoffe ich mal. Baut, meine Brüder, baut.
Well done. You have completed the simulation successfully. Was gelernt, wie man mit Strom, Wasser und Sauerstoff umgeht. Darüber hinaus weißt du jetzt auch, wie die Wartung funktioniert. Du kannst jetzt eine einfache Kolonie für die ersten menschlichen Pioniere auf dem Mars errichten. Im nächsten Tutorial erfährst du alles über Kolonisten und ihre Bedürfnisse. Du kannst jetzt direkt damit fortfahren oder starten. Der nächste. Next. Welcome back, Commander. In this tutorial, you will finally familiarize yourself with the challenges of sustaining a society on Mars. Okay, alles bisherige war eine Vorbereitung auf diesen Moment, die Ankunft der Gründer. Unsere ersten Kolonisten werden Gründer genannt. Sobald sie den Fuß auf dem Mars setzen, beginnt eine Testphase, bei der ermittelt wird, wie gut sich Menschen auf dem Mars schlagen. Es werden keine weiteren Kolonisten von der Erde ankommen, bis das Gründerstadium endet. Sei vorsichtig, wenn alle deine Kolonisten während dieser Testphase sterben, wird die Mission abgebrochen. Viel Glück, Kommandant. Okay, stopp. The foundations for bringing your first colonists have already been laid down. One of the final things left to do is to provide the founders with living space. Wohnquartiere werden innerhalb der Kuppel gebaut. Der Platz ist in Kuppeln begrenzt, deswegen sollte der Bau des Gebäudes sorgfältig geplant werden. Baue Wohnquartiere an der markierten Position. Wohnquartiere. Quartier. Zack. Okay. Sind erlaubt. Krass. Gängige Arbeit nutzen, für Service nutzen, Kolonisten. With all preparations complete, the colony is ready for the arrival of the founders. Fordere eine Passagierrakete an. From this screen, you can inspect all available applicants and determine which ones will travel to the colony. Kolonisten sind nach Alter, Spezialisierung und verschiedene Eigenschaften sortiert. Du kannst jeder Kategorie mindestens einen Daumen hoch und runter erwünscht und unerwünschte Eigenschaften festlegen. Kolonisten mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Kolonisten mit einer ungewünschten Eigenschaft werden abgewiesen. Okay.
Kann man wieder zurück, Übersicht. You may want to review and handpick individual candidates for the founders. Okay. Wissenschaftler vielleicht und noch Mediziner, Ingenieur, hey, Botaniker, auch noch zwei. Geologe. Botaniker, Wissenschaftler. Sonst noch irgendwelche Spezialisierungen? Starten. Colonists will arrive on Mars with a small amount of food, but it will not last long. We need to make sure that they will be able to produce their own food on the Red Planet. The hydroponic farm can produce food. Although the colonists can take food directly from a food depot, they will be happier if they can pick it up from a grocery. Eine Hydrokulturfarm und ein Lebensmittelladen, okay. Genau in der Mitte, Batsch. Ja, das ist ja Pisse dazu. Kannst du halt nicht drehen? Ja, und T ist drehen. Den macht das ja mehr Sinn. So. Colonists need service buildings to keep them comfortable on Mars. The grocery that you already constructed is one such service building. Verschiedene Services befriedigen verschiedene Interessen der Kolonisten. Ein Kolonist fühlt sich in einer Koppel wohler, indem seine Interessen abdeckt. Du musst jedoch nicht alle seine Interessen kümmern. In kleineren Koppeln ist das vielleicht gar nicht möglich. Wenn der Komfort der Kolonisten zu stark sind, bekommen sie Heimweh und kehren eventuell wieder zur Erde zurück. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, haben nie Heimweh. Oh, innerhalb der Kuppel eine Weltraumbar. Weltraumbar. Ja.
full of hope and determination, the first founders have set foot on the Red Planet. Die nächsten 10 Sols stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zum großen Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischen Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt, die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sich menschliches Leben erhalten kann. Deine Gründerkolonisten müssen 10 Souls überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn das Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wurde. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen und dem Komfort der Gründer durch Servicegebäude sich erhöhen. Menschen. New colonists have arrived. Yeah. Great. Now that you have a space bar, you can customize its work settings. Die angekommenen Gründer haben automatisch damit begonnen, verfügbare Arbeitsplätze zu besetzen. Du kannst jedoch ihre Arbeitsaufgaben individuell einstellen. Wenn du das Gebäude auswählst, werden 3 verfügbare Arbeitsschichten auf der Infotafel angezeigt. 2 davon sind aktiv. In jeder Schicht arbeiten 2 Angestellte. Je mehr Arbeiter dem Gebäude zugewiesen sind, desto besser ist die Leistung des Gebäudes. Anfangs benötigen wir jedoch nicht so viele Angestellte in dem Weltraumbar, da wir uns begrenzten Arbeitskräfte auf wichtigere Arbeitsplätze besetzen. Besonders während des Gründerstadiums. Deaktiviere in jeder Schicht einen Arbeitsplatz. Ja, wie kann ich den deaktivieren? So. Genau. Slotay, danke für deinen Host. So, gucken wir mal, deaktivieren. Platz pro aktiver Schicht in der Weltraumbahn, indem du folgende Schritte. Wenn ich die Weltraum rausklicke, mit rechts auf einem Arbeitsplatz, erst 2 Schichten. So. Healthy colonists at working age are able to fill any position, but how well they perform at a certain position varies between colonists. Innerhalb der Koppel ein Forschungslabor. Probleme arbeitslos.
Okay. Work shifts, among other things, are a way to manage your workforce. The more shifts a building has open, the more colonists it will attract to work there. Buildings with higher priority will be allocated workers, power, and maintenance before others. With the research lab up and running, wir sollten was forschen. Ja, was könnte man denn hier nehmen? Braucht Wasser. Produktion um 25%. So viele Sachen. So. Drei, ne? Congratulations. You have provided everything needed for a successful founder stage. You have completed the tutorial for the founder stage. Gründungssteuerung dauert normalerweise 10 Soll, so, doch zu Demonstrationszwecken wäre es bereits abgeschlossen. Im nächsten und letzten Tutorial lernst du, wie man eine größere Kolonie mit mehreren Koppeln verwaltet. Ich muss auch mal auf Toilette. Welcome back, Commander. In this tutorial, you will manage a larger colony that consists of multiple domes.
Deine Basis vergrößert sich ständig und sobald du versuchst, verschiedene Ressourcen auf der ganzen Karte zu sammeln, wird deine Kolonie unweigerlich aus mehreren Koppeln bestehen. Dieses Tutorial bereitet dich auf viele typische Situationen vor, die in einer großen Kolonie auftreten können. Stopp. Shuttles can transport resources and colonists across great distances. Normalerweise muss die komplexe Technologie für Shuttles, das Fliegen in der dünnen Marsatmosphäre ermöglicht, erst erforscht werden. Auch für dieses Tutorial ist sie bereits freigeschaltet. Baue einen Shuttle Hub und verbinde ihn durch ein Stromkabel. Ja, das könnte ich tun. Aber, wie ich sagte, ich muss mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da.
So. Wäre er wieder. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. So, was ist das? Okay. Und Shotloop. Ja, läuft. Gut, der baut auch. Now that we have operational shuttles, it's time to establish a mining dome. Metallextraktor neben dem Erz mit Edelmetall vorkommen und verbinde es mit Hilfe.
sammeln. Irgendwie sind die Lager voll, ne? Okay. Dass ich den Rest auch noch voll. Ja schon, denke okay. Cable fault reported. There are no colonists in the mining dome. We must provide living space for the colonists so they can move there. Oh, innerhalb der Abbaukuppel Wohnquartiere. Ja, machen wir. Wohnquartier. Da. Don't forget to provide basic services for the citizens of your new dome. Eine Weltraumbar. Ein Lebensmittelgeschäft. Kommt denn jetzt hier Shuttle Service? Drei. Ich denn hier auch so ein Shuttle Service Ding? Thank you.
Okay. Und eigentlich jetzt. You can set up filters for every dome to attract colonists with desired traits, and block or push out colonists with undesired ones. This dome has been designated for research purposes, so it's best to attract more colonists with the scientist specialization. Okay, aktiviere bei den Spezialisierungen wohl Daumen hoch bei Wissenschaftler und Daumen runter bei Genomen. Being near a rare metals deposit, this dome is best suited as a mining hub. So it's best to encourage geologists to migrate here. Okay, also Wissenschaftler nach unten und Geologen nach oben. Colonists can migrate between domes using shuttles or walking,
when they are positioned close to one another. However, they cannot usually visit buildings in nearby domes on a daily basis unless they are connected to their own dome. Oh, in der markierten Position eine neue Kuppel, okay. Warum war? Oben wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ja, läuft. Der arbeitet auch cool. Geolo, ja. Yeah. Baut alles. Cable fault reported. Erstmal hierher. Kabel. Das repariert doch hoffentlich gleich nicht. Das ist schon bei uns schweißt. Oh, schon mal. Erzeugforschung. Forschung pro Sol. 328, gut.
Okay, wieder heil. Schleppen die jetzt wieder weg, Alter. Gut, gut, gut. Das baut alles super. Construct two farms in the new dome. They will be used as workplaces for the colonists in the old dome once the domes are connected.
Okay. Da bauen sie das. Kann ja trotzdem mal Chat gehen. Ja, Fräulein Mietz zockt ja hier noch. Grand Theft Auto. Okay. Da mal Mikrofon auf. Da können wir denn noch hoch. Da hätten wir gern Botaniker. Cable fault reported.
Keble Falls reported. Ja, läuft. Mal, wo er jetzt hinfährt. Thank you.
Good job. Jetzt, da die beiden Koppeln verbunden sind, können Kolonisten aus der ersten Koppel ihre Arbeit genau den neu gebauten Hydrokulturfarmen der dritten Koppel aufnehmen. Der Durchgang dient außerdem zum Austausch von Strom, Wasser und Sauerstoff. Ich mir den ganzen Kram da sparen können. Fuck, ey. Some buildings can have upgrades that can improve them in various ways. Verwendet Funktionsanzeige, Technologie, Traktoren, Verstärkung. Das erste läuft nämlich schon. Da muss die Forschung dann erstmal durchlaufen. Cable fault reported. Der Wein hier hin. Der Schweiß schon. Pipe leak reported. Verliert 3,5 pro Stunde. Oh. Was hat er wieder ganz? Okay.
Ja, muss jetzt leider erstmal durchlaufen. Ich wollte die andere Forschung nicht wegschmeißen, obwohl das ein Tutorial ist. Cable fault reported. Okay, das läuft hier alles. Nun seht zu. Research complete. Jetzt läuft das andere weiter. Thank you.
Joa, forsche, forsche. Mach mir meine Kippe an. Das muss ja jetzt noch durchlaufen. Wobei, das geht relativ schnell. Das geht relativ schnell. Ah, lass ich mal so laufen. Crop failure reported. Congratulations! With the research complete, a new upgrade for your extractors is now available. It is not automatically activated in your buildings. You must construct it first. I must construct it first. Nice work. Okay. The upgrade has been constructed. The command center is a treasure trove of information about the colony. Okay. Okay.
Congratulations, Commander. You have graduated from the International Mars Mission Training Simulation. Ja, super. Tutorial durch. Hauptmenü. Super. Ja, schau mal auf die Uhr. Das ist 1 Uhr. Ich habe morgen noch einen Termin. Ich werde jetzt Feierabend machen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Oder heute. Ciao.